Lieben, herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute Montag, den 21. Es ist Viertelminuten. Es ist Viertelminuten vor zwei. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist ein sehr spontaner Vlog, weil der Herr Zorro ist nämlich jetzt los, unser Auto anmelden. Wir haben doch ein Auto gekauft und der ist es jetzt anmelden. Anmelden, Nummernschilder etc. pp. Wenn es soweit ist, dann zeige ich euch das Auto natürlich auch, logischerweise. Wir haben heute was ganz Krasses gemacht. Und zwar sind wir um 16:45 aufgestanden und ich war einfach tot. Und dann hat der Rio ein bisschen im Zimmer gespielt, hat dann ein Fläschchen irgendwann getrunken. Ich habe ihn dann nochmal probiert hinzulegen und tatsächlich ist er eingeschlafen. Und wir haben bis kurz vor 12 gepennt. Aber richtig gepennt, nicht geschlafen, sondern wie Steine haben wir gepennt. Das hat uns mal richtig gut getan. Mir geht es jetzt auch deutlich besser. Ich habe jetzt noch irgendwo einen Kaffee, den ich schon wieder verloren habe. Der Rio spielt im kleinen Zimmer. Hier ist noch ein Haufen Wäsche zum Zusammenlegen. Dann habe ich eben schon hier die Pflanzen im kleinen Zimmer gepflegt. Da ist der kleine Rio. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Da ist jetzt die Hürde, damit er da nicht hochkommt. Und da auch. Wie ihr seht, es ist hier schon reichlich gespielt worden. Wir haben dann schon gefrühstückt. Der Herr Zorro hat Brötchen mitgebracht, als er mit der Olga war. Ich muss jetzt gleich noch abspülen. Saugen. Und so weiter. Und so fort. Ich habe eben gedacht, ich habe mir einen Kaffee gemacht, aber irgendwie ist er schon wieder weg. Eben nicht. Ja, dann wollte ich mich natürlich ganz offiziell bei euch bedanken für alle Glückwünsche für den Rio. Da haben wir uns sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich an uns gedacht habt. Dann habe ich jetzt eben schon das Gewinnspiel aufgelöst, beendet. Da habe ich diejenige schon angeschrieben, privat. Da wollte ich euch gerne nochmal dran erinnern, wenn ich Gewinnspiele mache, ich frage die Leute vorher, ob die veröffentlicht werden möchten. Viele sagen, nee, möchten die nicht. Ich mache es auch ehrlich gesagt nicht oft und auch sehr ungerne, weil es sehr viel Neider gibt. Und nur weil ich am Gewinnspiel teilnehme, heißt es noch lange nicht, dass ich gewinne. Und wenn ich dann aber den Gewinner oder die Gewinnerin mitteile, dann kriegen die teilweise Nachrichten, Hate-Nachrichten und sowas, verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Und aus diesem Grund, um das zu vermeiden, mache ich es meistens nicht öffentlich, wer jetzt am Ende gewonnen hat. Dann ist mein neuer Kalender angekommen. Da muss ich jetzt noch einige Sachen eintragen, die wichtig sind. Ich habe ja diese Kalender sehr, sehr gerne, alleine schon wegen dem Rio, wegen den ganzen Terminen. Dann muss ich euch leider mitteilen, dass ich die letzten, also ich habe eine Nacht das Aberband getragen und danach die letzten zwei Nächte nicht, weil ich habe es einfach vergessen. Es ist sehr schwierig, mit diesem ganzen Trubel mich daran zu erinnern. Ich werde es jetzt gleich synchronisieren. Und dann probiere ich es wieder umzumachen. Ich habe es einfach verpeilt irgendwie, aber ich probiere jetzt daran zu denken. Dann habe ich euch noch mehr schlechte Sachen mitzuteilen. Und zwar, ich bin hier mit meinen Pflanzen eigentlich sehr gut d'accord. Also wir verstehen uns sehr gut. Aber einige Pflanzen, mit denen habe ich es einfach überhaupt nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, das gehört total dazu. Für mich ist das überhaupt nichts Dramatisches, Weltbewegendes. Es gibt so viele Pflanzen mit so vielen unterschiedlichen Ansprüchen und natürlich, vielleicht manchmal sind die Ansprüche nicht gegeben und dann gehen die kaputt und dann ist es einfach so. Ich sehe das jetzt persönlich nicht so als Niederlage oder irgendwas, eher als Lernprozess. Zum Beispiel hier meine Mimose, die bin ich am Gießen, am Gießen, am Gießen, aber die vertrocknet mir einfach und ich weiß überhaupt nicht wieso. Guckt euch das an, die ist schon total zerstört. Hier oben geht's, aber hier unten ist sie schon im Eimer. Ich weiß nicht, ich mache einfach weiter so wie bisher, aber was jetzt genau los ist, ich habe keine Ahnung. Dafür sind die anderen sehr gut. Also ich bin wahrscheinlich eher so der Efeututen, Grünlilien, Einblattmensch.
Meine Calatheas finden alles ganz toll. Meine Monkey Leaves finden auch alles ganz toll. Meine Monstera finden auch alles ganz toll. Und meine Calatheas, ihr seht, die gehen einfach richtig ab. Die kriegen hier neue Blätter, da neue Blätter. Dieses kleine Blatt hier ist neu. Die braunen Stellen, wundert euch nicht, waren schon. Das kommt vom Transport, das ist ganz normal. Und die hier, das ist komplett neu, das Blatt. Und irgendwo hier, da bekommt sie ein neues. Also die fühlen sich hier in ihrer Base ganz, ganz gut. Auch die hier, die finden auch alles ganz toll. Die kriegt auch richtig viele neue Blättchen. Überall. Aber ja, so ein paar Kandidaten habe ich hier, die sind einfach doof. Ich weiß nicht warum. Guckt euch mal den Rio an. Was machst du? Was machst du da? Was machst du da? Kleine Verrückte. So, und jetzt wollte ich ja gerne den Rio zensieren in meinem YouTube-Video, aber es geht nicht. Der sagt mir immer... Der sagt mir immer, dass es nicht geht. Ich glaube, der Mario ist schon wieder müde. Hat die Mami dich erwischt? Kuckuck! Kuckuck! Ham! Super! A few inches later. So, ihr Lieben, es ist etwas später. Ich habe schon gesaugt, bisschen aufgeräumt. Der Rio spielt jetzt hier mit seinem Happy Birthday Ballons noch ein bisschen. Die anderen habe ich jetzt schon kurz und klein gehackt. Das reicht ja dann auch irgendwann. Wollen wir die Luftballons schon kaputt machen oder noch behalten? Nein, Mama. Das ist Mamas. Nein, nur gucken. Nur gucken. Ist das der Rio? Ja, ich weiß auch nicht. Ich lasse noch die Luftballons hier ein bisschen liegen. Da kann er noch ein bisschen mit den Luftballons spielen. Und ich mache jetzt in der Zeit was anderes. Und zwar werde ich jetzt erstmal die Wäsche zusammenlegen. Spielst du mit deinem Püschelchen? Ja, dann kann ich es euch ja jetzt auch mal kurz erzählen. Also, ich hatte vorhin, heute Vormittag, habe ich bei Instagram... Moment, ich muss mal kurz hier alles in Sicherheit bringen. Sonst wird das hier nichts. So. Ja, habe ich heute Vormittag, da steht eine nackte Frau im Fenster. Sehr unangenehm. Ist ja nicht so schön, ne? Ja, und zwar habe ich vorhin bei Instagram eine Story gepostet und habe dort erzählt, dass ich, also das habe ich ja schon mal in einem Vlog vorher erzählt, dass ich die ganze Zeit total müde bin. ja, dass ich total müde bin. Ich kann die ganze Zeit nur pennen. Am liebsten, oder wenn es nach mir ginge, nach meinem Körpergefühl, könnte ich einfach den ganzen Tag... Ja, mein Schatz.
könnte ich einfach den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen. Ich bin so müde und total energielos. Das ist echt krass. Ja, man vermutet ja eigentlich, würde man sagen, wenn man sich mal richtig ausschläft, dann wird es besser. Aber nee, ich war noch genauso müde wie vorher auch. Strom! Nein, nein. Nein, nein. Aua, aua. Wollen wir das mal aufmachen? Das ist eine Geburtstagspolonaise. Polonaise. Bitte schön. Ui. Guck mal. Eine kleine Maus. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt erzählen? So, da habe ich dann gepostet in der Story, dass ich die ganze Zeit so müde bin. Und was mit mir los ist einfach. So, ihr Lieben, und wir sind ja hier ein ehrlicher Kanal und ich möchte auch ehrlich zu euch sein. Mich regt das ein bisschen auf. Also, was heißt, mich regt das auf? Mich regt es nicht auf, aber ich finde es nicht schön. Wenn ich sowas sage, liegt es eigentlich sehr nahe, dass es irgendwas mit dem entweder Eisen zu tun hat oder einfach wirklich Schlafmangel ist oder aber irgendein Hormongedöns. So. Aber ganz ehrlich, Leute, dass ich von, sagen wir jetzt mal, 25 Antworten auf diese Frage 20 oder 21 davon habe, wo Leute mich fragen, ob ich schwanger bin. So, was ist mit euch los? Also ich finde das nicht schön. Ich finde es wirklich nicht schön. Erstmal, wenn ich schwanger bin, dann werde ich euch das schon sagen. Als erstes. Als zweites, denkt ihr gar nicht darüber nach, dass ein das auch total unter Druck setzen kann, wenn man jeden Tag gefragt wird, ist man schwanger? Bist du jetzt schwanger? Bist du schon schwanger? Bist du schon schwanger? Wann willst du denn schwanger werden? Wann hat es denn geklappt? Und dies, das. Also ich finde es nicht schön. Und mir persönlich, also ich würde sowas auch nicht machen. Ich wollte einfach nur mal sagen, vielleicht solltet ihr euch einfach mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Ich finde es einfach nicht, ich weiß nicht, was der Sinn daran ist. Also, stellt euch mal vor, vielleicht ist man sogar schwanger geworden und es hat aber einfach nicht geklappt, ja, oder es ist irgendwas passiert. Und ihr stellt dann die ganze Zeit solche Fragen. Also, das finde ich nicht schön. Ich war nicht schwanger, ich bin auch nicht schwanger und es ist auch nichts passiert. Aber es gibt doch die Möglichkeit, dass sowas passieren oder sein könnte. Und aus diesem Hintergrund heraus, jede zwei Tage zu fragen, wann es denn jetzt endlich soweit ist, finde ich einfach nicht schön. So, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so das mega Problem mit. Ihr könnt mich ja fragen, weil ich bin ja hier ehrlich. Also wenn ich bin nicht schwanger, so Punkt Ende aus, was soll ich jetzt machen, ja? Fertig. Ich erzähle euch auch nicht das Gegenteil, weil was bringt mir das? Aber ich wollte nur damit sagen, es gibt vielleicht Frauen, wo das anders läuft, wo das vielleicht auch nicht so schön läuft und wo vielleicht auch Situationen auftreten, die man nicht so rausposaunen will. Und diese ewige Fragerei nach diesem einen Thema finde ich nicht schön einfach. Und ja, ich kann mich nur wiederholen. Also wenn es soweit ist, dann sage ich euch Bescheid. Was machen Sie da? Sir James? Nein, das sind Mamas Pflanzen. Super. Super, die darfst du haben. Bravo. Bravissimo. A few inches later. Ich habe ein anderes Schnittprogramm. Und da kann man die Zensierung automatisch durchführen. Das werde ich dann machen müssen. Das heißt also, ich muss ich muss erstmal das Video bearbeiten, editieren und dann muss ich die Zensierung einfügen und dann kann ich es rendern, speichern, hochladen. Das wird also eine größere Act. Ja, und so ist jetzt ist das Auto angemeldet. Das Auto ist da. Ich zeige euch mal ein Foto, wenn ich eins finde. Irgendwo habe ich eins auf meinem Handy, glaube ich. Ansonsten filme ich es euch dann irgendwann noch ab. Aber jetzt mache ich erstmal ein Päuschen. Ich bin fix und fertig. Ich bin sowas von müde, obwohl ich so lange geschlafen habe.
Irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Aber was? One eternity later. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Es ist der 22. Dienstag, 9.42 Uhr. Ich habe jetzt gerade den Rio beim Herrn Zorro ins Auto geladen mit Maxi Cosi und Kinderwagen und Pipapo. Die fahren jetzt in den Wald mit der Olga spazieren, denn ich habe hier mega viel zu tun. Es sieht hier aus wie bei Hempelt. Saugen muss ich. Das muss noch alles weg. Sofa aufräumen. Es geht noch weiter, Leute. Schmutzige Wäsche. Hier das ganze Chaos aufräumen. Der Rio hat hier halt gespielt. Alles wegräumen. Da ist noch Wäsche. Hier ist noch Wäsche. Das alles machen. Hier noch alles wegräumen. Dann weiter geht's. Hier alles wegräumen. Da sind die Sachen, die zu klein sind für den Rio. Die Sachen müssen da rein. Das alles muss weggeräumt werden. Und hier so ein bisschen aufräumen. Das ist aber nicht viel. So, das mache ich dann. Ich gehe jetzt aber erstmal los, denn ich werde heute Kohlrouladen machen. Dafür muss ich unter anderem zum Türken. Da muss ich Hackfleisch, Kohl, dann brauche ich Biotomaten für den Rio. Dann brauche ich ein Bund Petersilie. Das hole ich alles und Kartoffeln. Das hole ich alles da. Dann muss ich weiter in den Rewe. Da muss ich Rewe oder Lidl, ich weiß noch nicht genau. Da muss ich Aufbackbrötchen, Butter, Aufschnitt, Pampers und Hundefutter und sowas kaufen. Das werde ich jetzt alles machen. Und wenn ich wieder da bin, möchte ich euch nämlich gerne mitnehmen beim Kohlrouladen machen und euch zwischendrin einfach noch ein bisschen was erzählen. Ich hoffe, ihr freut euch. Das werden wir machen und wir sehen uns, wenn ich wieder da bin.